Wir hätten vielleicht ausmachen sollen, wer Anmo macht. Servusler. Wunderschönen guten gut Tag. Wie sie beide voreinander stehen, wie so Holme. Wolltest du hier nicht? Ja, oh, da drüben ist eine Insel. Insel. Wo Insel? Da drüben. Da? Nein, ich mach schon. Hier, so. Perfekt. Ach da. Ja, und wir kriegen sogar Mitwind. Ja, Freunde, herzlich willkommen. Wir sind zurück. Wir haben immer noch keinen Plan von dem Spiel, aber wir probieren es halt mal. Ja, so. Zwei Chaoten auf der Reise. Oh, da fällt mir was auf. Ich könnte mal wieder einen Stack nachlegen. Oh, weißt du, was wir machen? Hm? Oh, ich habe eine schöne Idee für die Folgennamen. Das sage ich jetzt hier aber nicht. Nee, das besprechen wir später. Erinnere mich mal später dran. Jo. Oh, ich hab eine richtig... Oh, geil. Haben wir schon einen Anker? Nein, haben wir nicht. Nein, aber warte mal, vielleicht können wir den temporären gleich craften. Du meinst den stationären? Meine ich ja. Temporär, stationär meine ich. Was brauchen wir? Ja doch, wir bauen könnte man schon. Seil, Metallbahn und drei Metallbahnen. Ja, einen habe ich schon. Wir brauchen aber noch zwei. Ja, schmelze ich halt. Ja gut, machen wir nochmal einen normalen, oder? Hi, mein Freund. Machen wir nochmal einen normalen, dieses eine Mal noch? Würde ich fast sagen, ja. Machst du den? Ja. Wir sind nämlich gleich da, weil ich habe ein Paddel, dann paddel ich uns ein bisschen auf die andere Seite. Drei Seile und vier Steine brauche ich noch, so. Ne, auch mit aus dem Gedanken heraus, weil ich den... Anker... Nein, den kann ich nicht dahin setzen, dann daher. Mit aus dem Ding heraus, weil dann können wir nämlich die Eisenbahn erst einmal noch für was Wichtigeres verwenden. Stimmt. Ja gut, der Anker wäre schon wichtig. Ja, aber ich halt für kannst aufhören. Für wichtiger halte ich im Moment eigentlich erst einmal so Sachen wie Speere und sowas. Auch wieder wahr. Ja. Auch wieder wahr. Das ist, glaube ich, erst einmal. Aber bevor wir jetzt irgendwas anderes Prio machen. 1. Ganz ehrlich. Ich müsste das Ding jetzt. Ja. Ich habe eine Trinkwasserstation. Yeah, geil. Sehr schön. Dann mache ich die alte mal weg und pack die in eine Kiste. Zack. Die müssen wir nicht wegschmeißen, die können wir in eine Kiste packen. Und später vielleicht irgendwo aufstellen, wenn Notfall. Kannst du ja vorne in die große reinpacken. Oh. Oder so, genau. Guck, hier ist das Ding. Hier ist das Ding? Nee, nix. Ja, noch nicht. So. Ei. Und du musst jetzt einfach nur Salzwasser nehmen und hier hinten reinfüllen. Und dann verdunstet das durch den Sonnenschein und der Wasserdampf bleibt an der Wasserscheibe hängen und läuft in die untere rein. Und ich glaube, du kannst bis zu 4 oder 5 Mal dann Wasser rausholen. Boah, das ist nice. Und ich will nicht schlafen. Wieso eigentlich nicht? Ist eh gerade Nacht. Können wir eigentlich, ne? Jo. Gute Nacht. Uiuiuiuiui. Wasser. Wasser. Ist noch nicht da. Melonen. Ich verdurste nicht. Ich auch. Hier sind noch Melonen. Okay. Das war knapp. Das war richtig. Ich hau mir jetzt einfach die Melone rein. Mir ist egal. Hab ich jetzt auch gemacht. Okay, das hat über Nacht nicht funktioniert. Ja, klar. Nachts geht, ja, nachts ist geht keine... das Ding nicht. Ja, das also, ist der Nachteil an dem. Man sollte vielleicht für nachts noch ein Notfall Ding haben für... Ja, zumindest wenn das Ding leer, wenn das Ding frischwassertechnisch leer ist. Ja. Ja. Und ich find's immer noch lustig, dass du quasi im Prinzip einen Kopfstand machen kannst. Auch wenn es nicht so ausschaut. Schrott und Planken. Schrott und Planken. Ja, haben wir. Mach mir mal eine neue Axt. So. Palmblätter da rein. Das nicht. Wie schaut's denn rohstofftechnisch für den großen Ofen aus? Also für den großen Grill. Warte mal, ich guck mal, ob ich einen bauen kann. Den großen Grill. Ja. Planken. Metallbaren. Kann ich dir machen, wenn du willst. Weil wir hätten ja hinten noch ein paar Lachse drin, ne? Kann ich dir gerne bauen. Hab ich dir gebaut.
Ah, sehr schön. Wohin? So. Hier neben such dir einen Platz aus. Hier neben den Ofen? Wir müssen das Schiff jetzt nach der Insel echt vergrößern. Mhm. Muss mal schauen, wie wir. Ich baue mal die. So, bitteschön. Einmal großer Grill. Dankeschön. Ich pack gleich mal Holz rein. Ja. So, jetzt muss ich aber hier erstmal kurz das Zeug hier loswerden. Ich brauche noch ein paar Holzplanken. Kupferbarren. Nein, wieso kann ich da jetzt nichts mehr hinbauen? Ach verdammt, hast du noch eine Holzplanke? In der Kiste hinter mir müssten welche drin sein. Nein, da habe ich gerade die letzte bis auf ein. Da habe ich gerade die letzten raus und ich habe jetzt 3 von 4. Oh. Dann habe ich keine mehr. Okay, gut, dann räume ich mal mein ganzes Zeug mal, da rein und schwimme. Vielleicht komme ich da hoch. Hm. Nein. Nee, vergiss es. Eine bräuchte nur noch. Vergiss es, warte mal, ich pack mal meinen Hammer und alles, was ich hier hab, hier rein und schwimme mal schnell dahinter, da sind nämlich ein paar. Bloß falls mich der Hai erwischt. Okay. Das behalte ich jetzt mal bei mir, weil das muss ich die ganze Zeit einschmelzen. Lehm brauche ich jetzt erstmal. Eine nicht. Reicht ja. Das behalte ich auch mal bei mir. Kann ich mir aber hier oben reinpacken eigentlich. Das da. Hier packen wir mal hier mit rein. Die Axt lasse ich auch mal da. Die Zwiebel, ja, keine Ahnung. Zwackst die Axt im Walde. Hä? Ich zwiebel dir mal eine. Da kommt die Zwiebel rein. Okay, Seide behalte ich mal, den Becher behalte ich mal. Ah, wir haben Kartoffeln. Ich wollte eigentlich, dass Vögel kommen und die. Wir haben auch einen Hai und ich habe keinen Speer. Aber ich. Stirb, du! Ich kann jetzt auch keinen Speer machen, weil sonst kann ich uns hier nämlich keine. Ist der tot? Nee. Ich glaube, das hat nur so ausgesehen gerade. Okay, Reparaturski. Reparaturski. Uiuiui, aber gerade so, dass wir da hochkommen. Ich kann nicht reparieren, ich habe kein Holz. Nee, können wir auch nicht. Wir haben kein Holz mehr. Ja, stimmt. Aber du kannst hier auf die Insel kommen. Ja. Komm ich da hoch? Ja, komme ich. Sehr schön. Yeah, ich kann Holz holen. Jo. Den Baum darf ich nicht wegmachen, oder? Hm? Welchen? Ach doch, darf ich. Natürlich. Mach doch weg. Kommt man da hoch? Jo. Ja, geht gerade so. Hm? Mit viel, viel Anstrengung. So. So, der Lein. Jetzt hole ich uns erstmal wieder ein bisschen Holz. Darfst mal wieder die Axt im Walde spielen und ich gehe wieder aufs Bötchen, wenn ich alles hier habe. Das Holz hier wird wahrscheinlich nicht sehr lange halten, weil ich vergrößere damit jetzt dann das Boot. Jo. Das Floß, das Schiff, keine Ahnung. So, wo ist das Schiffchen? Ich bin mit YOLO Manolo. YOLO! Nicht Manolo. Auf dem Boot landen! Aua! Blöder Hai. Okay, also du sorgst immer dafür, dass was zu essen da ist und ich sorg dafür, dass ständig die Schmiede läuft, dass ständig was eingeschmolzen wird. Ah, okay. Wir können trotzdem übrigens jederzeit weiterhin schauen, dass wir den hinteren Wasserbehälter voll halten. Weil das geht auch, wenn das undestilliert ist, kannst du auch hinten wieder Neues reinkippen. Deswegen meine ich ja, das machen wir zu zweit, können wir uns beide drum kümmern. Weil das kann man halt zu jeder Zeit nachfüllen. Und ich schaue, dass ständig was eingeschmolzen wird und du schaust, dass ständig Essen produziert wird. Das können wir ja vor... Ich versuch's. Ja, das können wir ja jetzt mit 2 Grills, kannst du ja Essen vorproduzieren. Ja. Du schaust immer, dass beide Grills praktisch voll sind und ich guck, dass wir schnell Holz farmen dann. Ja, Grills? Grille. Jiminy Grille. Keine Ahnung. So, okay. Wir gehen jetzt gleich auf Tauchfahrt, das heißt, ich mache mir mal einen guten Haken. Mhm. Zack. Samen drin. Zack. Ich brauche Schrott. Haben wir noch Schrott? Sag mir, dass wir noch Schrott haben. Wir haben noch Schrott. 4, 5, 6. Mehr will ich gar nicht. Zack. Beißen wir mal die Grillstation wieder an. Einmal die Grillstation anschmeißen. Und einmal die Grillstation anschmeißen. So, ich brauche ganz dringend was zu essen. Haben wir noch? Ach komm, hier. Hinten links in der Kiste. Mango. Ich habe noch Mango von der Insel oben. Veganer mutiert oder wie? Was? Das glaubst du wohl selbst nicht.
Wir haben die ganze Zeit hinten guten leckeren Fisch drin. Was macht er? Frisst Mangos. Ich mag die Mangos. Frisst Melonen. Ich mag Melonen. In jeder Art. Ich auch, aber ich mag auch gutes Fleisch. Das und wenn es gutes auch. Fleisch gibt, scheiße ich auf das andere. Jeder Veganer der Welt denkt sich gerade, halt die Klappe. Jedem das seine. Ja, stimmt. Ja, ich will nicht schlafen. Ich habe auch kein Problem mit Veganern. Also, Überhaupt nicht. Sei es gelobt, jedem, der diese Einstellung hat und der das auch durchhält. Na, so ist es nicht. Bloß meins ist es nicht. Überhaupt nicht. Aber ich habe da auch überhaupt nichts dagegen. Im Gegenteil. Ja. Wir waren vor kurzem auf einer Hochzeit. Und die Braut ist strikte Veganerin. Also nicht nur Vegetarierin, sondern also zum großen Teil Vegetarierin, aber auch ein bisschen vegan. Also wirklich keine Milch, keine Eier. Und das ist dann natürlich so fürs Hochzeitsmenü immer ein bisschen schwierig. Und da gab es halt wirklich immer zwei Sachen. Einmal für Fleischesser und einmal halt für Veganer. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die Vorspeise vegan gegessen. Weil mir die einfach, ich weiß nicht, die hat einfach leckerer geklungen. Und das Dessert habe ich auch vegan gegessen. Das waren so, ich stehe halt so auf Früchte und sowas. Ja. Und das war so ein Obstteller, richtig schön garniert. Und war richtig cool. Also da waren drei Gänge-Menü, habe ich zwei Gänge wirklich vegan gegessen. Obwohl ich kein Veganer bin. Also. Ja. Mehr ist ja, spricht ja auch nichts dagegen. Überhaupt nicht. Kann auch durchaus viel, viel leckerer sein. Aber ich kann halt nicht ganz drauf verzichten. Nee. Würde ich gern, aber ich kann es halt echt nicht. Nee, ich sag ja, mein Steak zwischendurch, das muss einfach sein. Oh ja. Oder mein Schnitzel oder. Na? Allein schon ein Wurstbrötchen oder so. wenn ich keinen Schinken mehr essen dürfte. Ich weiß nicht. War da wieder der Hai? Sag das doch. Ach, ich hab das geregelt. Mr. Smoke, ich hab das mal geregelt. Und jetzt laufe ich einfach ins Wasser, weil ich's kann. Mr. Smoke, weil ich's einfach kann. Naja. Nicht weil du zu. Was? Nein. Was? Nix. So, jetzt ist die Frage. Auf die Insel brauchen wir nicht mehr hoch. Eigentlich nicht, ne? Das heißt, ich baue die Rampe wieder weg. Ja. Ich hätte jetzt dann als nächstes mal den Köder geschmissen, den ich schon gebaut habe. Aber dann sollten wir halt wieder gemeinsam ins Wasser runter. Können wir gerne machen. Nochmal ein bisschen Holz nachlegen hier. Dein Fisch hier ist auf dem großen Grill übrigens fertig. Ah, sehr schön. Ah, und Trinkwasser wird produziert. Gleich mal den nächsten nachlegen. Kann ich nicht reinfüllen, okay. Aber ich könnte da hinten. Wir haben übrigens einen Metallbarren. Ja, perfekt. Perfekt. Zack, den raus. Und gleich den nächsten rein. So, ey, da hast du echt gut zu tun. Langweilig wird er nicht. So. Pflanze ich mal ein. Kartoffeln zurück. Dann brauche ich mal kurz ein Gläschen Wasser. So, nachfüllen. Kann ich jetzt. Brav so. Hast du wieder mit dem Speer hinter mir gewartet? Nö, noch habe ich einen Becher. Ich will nicht schlafen. So, okay. Schmiede noch hatte ich läuft, den Becher. Grill läuft. Dein kleiner Grill ist auch fertig. Für einen kleinen Grill habe ich bloß leider nichts mehr zum Brauchen. Okay, dann, also wegen mir können wir tauchen. Wo ist unser Dicker? Ich habe keine Ahnung, ich bin schon im Wasser. Ah, da hinten ist er. Hui! Schwimmst du links rum oder rechts rum? Ich glaube, ich bin jetzt rechts rum. Glaube ich. Weiß ich nicht. Ich bin einfach mal rein. Mitnehmen, was geht's? Es geht. Beinstein. Geht viel besser mit dem, ne? Ja, auf jeden Fall. Hey! Was los? Schubst mich nicht. Ich erstick schon wieder und merk's nicht. Selbe Spielchen wie immer. Ja, ich bin unbelehrbar. Ganz ehrlich. Wie hältst du es nur mit mir aus?
Frage ich mich auch manchmal. Hey. Das ist auch so ein Ding an Mr. Smooth. Er versteht nie, wenn man mal aufmunternde Worte braucht. Nö, da hau ich erst recht drauf. Nein, das stimmt. Aufmuntern ist nicht. Nein, das stimmt überhaupt nicht. Das ist nur Spaß. Mr. Smooth kann einen unheimlich motivieren. Wenn er mit der Peitsche hinter dir steht. Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Oder mit dem Streitkolben. Ja. Nein, ich bleibe am Stein hängen und erstick. Du kannst mich gleich wieder retten. Ich schon wieder. Ich bin da eine Frau, ja, in diesem Spiel. Hab mal ein bisschen, ja, ja, ein bisschen mehr. Na? Deswegen erstickst du auch da und. Vielleicht will sie ja sterben. Mit dir allein auf dem Floß. Nee, da geh ich lieber unter. Unser lieber Horst ist übrigens frei. Jetzt huste ich auch noch voll ins Mikro. Hm. Ah, das ist so ätzend. Aber selbst wenn ich mich mute, in deiner Aufnahme hört man es ja eh. Normalerweise mute ich mich immer, wenn ich husten muss. Aber ja gut, da könnten wir höchstens mal hergehen und könnten quasi die... Okay, könnte sein, dass ich jetzt gleich tot bin. Schon wieder. Ich hab mich auf den Stein gerettet. Ich bin irgendwo im Meer auf einem Felsen. Was? Ah, hier oben. Ah! Ah. Ich hab überlebt. Nee, man könnte dann höchstens mal die Tasten umlegen. In dem Sinne. Also dass quasi Mute für Teamspeak und für Dinge selber ist. Ja, das könnte ich machen, aber ganz ehrlich, also ich finde das jetzt auch nicht so schlimm. Oder ja. Findet ihr das da draußen so schlimm? Schreibt doch mal in die Kommentare, ob das so schlimm ist, wenn ich hier ab und zu mal hust. Doch, ich baue noch einen Köder, weil ich denke mal unten an der Wand wird schon noch einiges an Eisen hängen, oder? Mit Sicherheit. Also ich hab zwar gut jetzt was mitgenommen, aber da liegt schon noch einiges. Ja, würd bloß sagen, dafür hängen wir mal eine Runde. Können wir gerne tun, aber ich muss vorher was essen, weil ich habe Mörderhunger. Ja. Wo ist das fertige Fleisch? Ah, genau, hier. In der Kiste. Dann nehme ich mir mal das Haifleisch hier. Jo. So, Pennen. Schnarch. Uska. Gott, schnarch die Alte. So, ich brauche erstmal was zu futtern. Was mich auch interessieren würde, wenn du eh schon zu knapp mit Essen bist, ob du dann einfach verhungerst während dem Schlafen. Glaube ich nicht. Ich glaube, deine Gesundheitsleiste sinkt ja erst, wenn dein Hunger ganz unten ist. Erst dann fängt ja dein Leben an zu sinken. Und ich glaube, ja, du wachst dann einfach auf und dein Leben fängt an zu sinken. Okay. Also du musst halt dann gleich was essen. So wie es vorhin beim Trinken. War ja bei uns vorhin so beim Essen. Nee, ich hatte, bevor ich pennen gegangen bin, hatte ich noch einiges an Trinken und Essen. Okay. Aber egal. Also ich glaube, vorhin, als ich aufgewacht bin, hatte ich gar nichts mehr. Okay, du bist schon wieder reingesprungen, dann... Ja, direkt hier am Bootsufer halt. Wo ist Horst? Ich will einfach den Köder ein bisschen... Ah, bei mir. Aua, aua, aua. Horst, hier hast du was zu futtern. Horst? Horst! Da liegt ein Köder. Bitte lass uns, wenn wir seinen Kopf haben, seinen Kopf aufhängen und Horst drunter schreiben. Da kannst du nämlich einen Namen drunter schreiben. Ah, sehr schön. Der Köder interessiert ihn gerade gar nicht. Wir werden dann jeden Haikopf benennen. Horst der Horst Erste. Eins, Horst der Zweite. Horst der Zweite. Horst der Dritte. Und der Vierte heißt dann der Vollhorst. Oder Joachim. An alle Joachims da draußen, es tut mir leid. An alle Horsts, dasselbe natürlich. Nee, wir suchen uns einfach immer einen schönen Namen aus. Wolfgang, Rüdiger, Dieter. Irgendwie. Mark Horst, der unseren. Gerade nicht, ne? Doch, jetzt kommt. Kann es sein, dass er den Köder aufgrund des Unwetters nicht sieht? Dann wäre die KI schon. Ah, ich glaube, er hat ihn gesehen. Er steuert drauf zu. Ja, er hat ihn. Okay. YOLO! YOLO! Hallo? Danke. Der wollte gerade das Item nicht mitnehmen. Achso. Ja, weil ich ziemlich nah an der Wasseroberfläche bin. Dann springt er immer wieder aus dem Wasser. Oder sie. So, mal Sauerstoff. Ja. Ich bin gespannt, wie lange man mit der Sauerstoffflasche unter Wasser bleiben kann. Die sollte man dann auch mal craften, genauso wie die Flossen. Wie die Paddel. Oder Flossen, genau. Ja.
und ich enttäusche dich nur ungern, aber so wirklich viel Eisen ist hier nicht an der Wand. Ich habe extrem viel hier gefunden schon. Okay, ich also du hast schon einiges. Ich habe bestimmt schon 10 Stück abgebaut. Du hast schon einiges abgecraftet, ja, okay. Ja. Ich denke, weiter unten kann man sowieso viel mehr finden, aber da reicht einfach unser Sauerstoff nicht, dass wir so tief kommen. Nee. Und ich frage mich dann echt, wie man... Mein gut, wenn wir die Flossen haben, kommen wir wahrscheinlich wesentlich schneller runter, ne? Ah, hier ist noch ein bisschen was. Also, denke ich mir halt. Ja, denke ich auch mal. So, ich muss wieder nach oben, aber das nehme ich jetzt noch mit. Ja gut, bevor ich jetzt gar nichts mitnehme, nehme ich hier die Steine mit. Oh, ich tauche direkt unter Horst auf. Das ist doch schön. Knabbert der noch? Der knabbert noch, ja. Das ist gut. Dann nehme ich jetzt einfach mal ein paar Steine mit, die brauchen wir ja auch irgendwann. Mhm. Oh, mein guter Haken ist schon wieder echt... Bei mir ist er auch schon wieder halb damaged. Wir sollten uns vielleicht fürs Angeln, gut, den kann man weiter werfen, aber wir sollten uns vielleicht so fürs Angeln, fürs Boot den normalen Haken auch nochmal craften, der kostet ja nicht viel. Ja. Dass wir den gut... Horst ist frei, ich komme. Der schwamm so gerade so an mir vorbei. Servus. Oh, erstmal was trinken. Gleich zwei. Same idea. Ah, das Ding ist schon echt Gold wert. Oh ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da passt jetzt nichts mehr rein. Kann das sein? Nee, jetzt nicht mehr. So. So. Mal wieder befeuern hier. Dein Grill hast ist du schon auch fertig. Ja, hast du schon genug zusammen, um die große Angel zu machen? Müsste ich eigentlich. Horst greift an. Komme. Was macht Horst bei uns im Boot? Ich glaube, ich habe dich gerade gepiekst. Nee, hast du nicht. Ja, keine Ahnung, manchmal ist das, glaube ich, ein bisschen buggy. Mhm. Er kann auch mittlere Planken mittendrin angreifen. So wie ich das inzwischen festgestellt habe. Also es bringt auch nichts, Sachen mittig zu bauen. Er greift bloß meistens halt außen an, aber manchmal auch innen. Es kommt, glaube ich, immer auf den Winkel drauf an, von wo er angreift. Was? Siehst du, was ich in den Händen halte? Du hast... Hast du eine Feder? Hast du eine Feder? Hast du eine Feder? 6 Stück. Oh, gib her. Geil. Oh ja. Das heißt, es gibt bald Hähnchen. Juhu, endlich mal keinen Fisch. So, Feder erforschen. Dann können wir jetzt nämlich eine Hängematte bauen. Und einen Pinsel. Sehr gut. No, wie gesagt, die große Angel wäre mir wichtiger. Ja, klar. Jo. Aber... würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne mal die Dinger wieder einschmelzen hier. Weil die brauchen wir können wieder auf große Fahrt gehen, oder? Ja, kannst den Anker eigentlich wegmachen. Ich würde jetzt auch dann erstmal gucken, dass wir wirklich das Boot ausbauen. Setzt du Segel? Jo. Ah, ist auch schon in der richtigen Richtung. Die richtige Richtung ist genau die andere, oder? Nee. Oh, ja, doch. Ist das bei dir anders? Also bei mir zeigt der Wimpel nach hier hinten. Ja, genau. Das heißt, der Wind kommt von da vorne. Ergo, wir müssten das Segel eigentlich so drehen. Ja, zur Insel. Ja, aber da kommt. Aber ich will jetzt erst einmal bei der Insel vorbei. Ja gut, irgendwie werden wir schon vorbeischlittern mit der Zeit. Ja, machen wir, glaube ich, gerade. Ja. So, gut. Kann ich ein paar Planken bauen? Oh, die See beruhigt sich wieder. Das finde ich sehr schön. Ja gut, ich habe ein bisschen Holz, aber ich... Nee, ich baue jetzt lieber mal keine, weil das Holz brauchen wir eigentlich zum Anfeuern jetzt hier erstmal. So. Oh, da sehe ich ein Fass. Okay. Ey, der Grill schaut ja fantastisch aus. Sieht aus wie ein Weber-Grill. Ja. Oh, kannst du hier mal unter der Hähnchenkeule wieder anfeuern? Jo, mach ich. So, ich brauche jetzt auch was zum Verknüsern. Ich schnapp mir hier mal so einen schönen Fischlein. Ein Lachs, oh geil. Drehen wir mal das Segel in die Richtung. Dann komme ich vielleicht an das Fass hier noch ran. Ja, sehr schön. Ah, Horst 5.0 ist da. Okay. Er schwamm gerade unter uns durch. Horsti. So, kann ich jetzt die Flasche craften? Das müsste doch eigentlich jetzt gehen.
Die Flasche, Behälter. Nein, da brauche ich 4 Kleber dafür. Alter. Ja gut. Nein, wo habe ich das Gemüse drin? Da habe ich das Gemüse drin. Gemüse, Gemüse. Was da rein? Das Plastik kommt da rein. So, wir brauchen auf jeden Fall wieder Holz. Ja, ein paar Planken habe ich noch, aber nicht mehr allzu Welt. Viele. Ja, ich auch nicht mehr. Oh, da komme ich nicht ran, glaube ich. Nee, da komme ich nicht ran. Das kannst du knicken. Kannst du knicken. Eichi? Oh, lecker. Alter, das schaut echt voll lecker aus. Ein zweiter ist gerade auf dem Grill. Und der stellt sich vor mich hin und frisst das Ding einfach. Ja, klar. Der Salzwasserbehälter ist leer. Kann das sein, dass das Zeug verdunstet? Nee, dafür ist jetzt der Süßwasserbehälter komplett voll. Ja, aber du kannst jetzt den Salzwasser nicht mehr füllen. Du kannst den Salzwasserbehälter erst wieder füllen, wenn du was aus dem Süßwasserbehälter draußen hast. Okay. Ja, also du kannst 4 Wasser reinpacken in das Gerät. Und es ist egal, ob das jetzt halt im Süß- oder im Salzwasser drin ist. Die Summe darf immer nur 4 sein. Das habe ich vorhin an der Insel schon ausprobiert. Na, also wenn du quasi einen komplett vollen Salzwasserbehälter destilliert hast in Süßwasser, dann kannst du kein Salzwasser mehr einkippen. Genug Erklärung? Ja. Du bist wie gern den Schlaumeier. Du bist ein fantastischer Lehrer. So, okay. Nee, hast du gut erklärt. Habe ich verstanden. Also so hab's ich mir zumindest jetzt zusammengereimt, sagen wir so. Nee, macht auch Sinn. Macht ja auch die Sinn irgendwie, weil sonst würde ja der Behälter vorne irgendwann überlaufen. Ja. Beide Hähnchenkeule ist fertig. Yay! Darf ich die knuspern? Ich habe zwar, keinen Hunger, aber ich will. Ich will die einfach essen. Wie schüttert. Dazu müsste ich sie nur aufheben. Wäre ganz nützlich, wenn es zu essen jetzt da kommt. Na, kommt nicht ins Brett, kriege ich nicht, weil ich zu doof bin. Da schwimmt mein Seil weg, das ich gerade weggeschmissen habe. Tschüss, Seil! Was, wo, wie, wann, hä? Ich habe gerade ein Seil aus Versehen fallen lassen, oder besser gesagt, fallen lassen, weil ich die Hähnchenkeule aufheben wollte. Das Seil schwimmt da hinten weg. Aber war nur eins, waren jetzt nicht 10 oder so. Dann räum doch dein Zeug einfach mal in die Kisten ein. Ja, Papa. Würde helfen. Kennst mich, ich war schon immer ein Schlamper. Stimmt. Stimmt. Was zum... Hat er nicht gesagt. Doch. Hat er nicht gesagt. Doch. Steine drum. Muscheln. Sag ich auch gerne nochmal. Nö, passt schon. So, die nehme ich mal mit. Den Kunststoff kann ich mal abladen. Den brauchen wir später, um das Schiff zu erweitern. Den Sand lasse ich mal da. Mit Kunststoff. Den Eisenerz. Bam. Da. Hi. Ja! Dreh bitte das Segel. Ich bin tauchen. Nö. Ich schlachte den Hai. Mein Speer ist kaputt. Der Hai geht aber gerade unter. Ja, ich habe auch alles. Okay, bin wieder da. Danke. Jo. Trifft sich gerade ganz gut, weil dann kann ich hier mal schnell ein bisschen schwimmen. Fahr mir mal mit dem Boot nicht davon. Nö, ich fahr dir hinterher. Ah, sehr schön. Ich passe auf dich auf. Aber so ist es Sammeln noch ein bisschen angenehmer. So, ich komme wieder. Hab das Segel einfach eingezogen jetzt. Jo, lass wieder raus. Ah, passt. Der Fisch. So. Yay, so. Jetzt können wir, haben wir langsam auch wieder ein bisschen Planken. So, Seil, Stein, Plastik. Gib da. Ew. Nicht hämmern sonst noch im Inventar. Nein, ich will nicht schlafen. Du auch? Ja. Wir brauchen ein größeres Schiff. Mhm. Ganz ehrlich. Okay, das behalte ich. Was ist das? Lehm brauche ich jetzt erstmal gar nicht. Sand behalte ich jetzt auch erstmal, weil daraus muss ich Glas machen. Das muss ich. Ich bin hier der Schmiedemeister. Ich muss das alles einschmelzen hier noch. Angel. Was Angel? Angel. Was Angel? Angel. Du willst eine Angel?
Wolltest du mir eine große Angel machen? Wollte ich? Ja. Oder bildest du dir das wieder ein? Nein, das hat mir vorhin gesagt. Ja, mache ich dir, sobald ich kann. Kartoffel. Kartoschka, wo muss die Kartoschka hin? Da muss Kartoschka. Ach, aber wie viel Holz geht denn da noch neu? Ah, jetzt ist Feierabend. Kartoschka. So, die kommt da rein. Den Kleber behalte ich jetzt erstmal, das ist jetzt nicht so wild. Einfach, dass ich wieder meiner Hauptbeschäftigung nachgehen kann. Angeln? Mich um Essen kümmern. Weißt du, maulte, wenn nichts auf dem Tisch ist, aber was? Dass man da mal das Handwerkszeug gibt. Was? Das habe ich nie gesagt. Und du hast mir früher immer Blumen mitgebracht. Blumen gibt's nicht, kannst du vorne aus der Kiste holen. Also. Kannst du vorne aus der Kiste holen. Ah, oh, schön. Geil. Du warst früher so liebevoll. Hm. So, geht nicht. Weg. Zuckerbrot und Peitsche. Zuckerbrot lassen wir mittlerweile weg, sonst wirst du zu fett. Ah, okay. Alter. Boah, hart. So, okay, das hab ich. Das hab ich auch. Ich glaube, da hinten rechts ist eine Insel. Eine Insel. Ah, entweder jetzt, entweder Insel, ja. Oder irgendwas in der Richtung. Wieso kommen bei uns keine Möwen vorbei irgendwie? Irgendwie seltsam. Die haben gesehen, wie die eine voll geschlachtet ist und haben sie dann. Hey Freunde, da unten gibt's was zu essen. Okay, da gehen wir nie wieder hin. Ja. Günther, ihr habt Günther getötet. Günther der Vogel. Ja. So, ein Vogelnest. Man könnte ihn auch Ronny nennen. Ronny. So, dafür brauche ich Schrott, einen Bolzen und Seile. Kann ich dir craften? Ich mach dir mal eine Angel. Sehr schön. Ich baue dir mal eine Angel. Warte. Machen wir das mal so. So. Eine Angel. Ein bisschen. Ich brauche Schrott. Das Holz nehme ich mir auch mal raus. Das brauche ich. Boah. Das brauche ich. Die Steine brauche ich. Seide brauche ich. So. Einen Barren brauche ich auf jeden Fall. So. Okay. Dann einmal ein paar Seile machen nochmal. Einen Bolzen. So, hier, mein Guter, eine Angel für dich. Dankeschön. Bitte, 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 bitte. So, dann schaue ich mal, ob ich jetzt das hier ja, kann ich erstellen. Zack, eine Flasche, die ich gleich wieder verschwenden muss, weil ich die nämlich in die Forschung packen muss. Möbel! Und damit können wir eine Sauerstoffflasche bauen. Ich hab sie nicht getroffen. Und ein Verdammt. Fernglas. Oh, da ist ja ein Floß. Hm? Warst du schon drauf? Ich hab die Kiste runtergeholt, aber das Lustige ist, solange du nicht draufsteigst, geht's nicht unter. Okay, cool. Das wäre auch so ein cooles Gimmick, wenn man da jetzt irgendwie mit einem Tau das verbinden könnte und mitnehmen könnte. Hm? Hab ich mir auch schon gedacht, ja. Dass man praktisch irgendwie was machen kann, dass das Ding nicht mehr unter. Ja, prinzipiell, es schwimmt ja eigentlich. Ne? Deswegen, ich finde es. Ja, aber sobald du halt einen Fuß drauf setzt. Ja, das ist eben das. Das finde ich halt eben ein bisschen doof, weil das wäre schon geil, wenn du halt quasi irgendwie alte Floße mit weiterverwenden könntest. An deins anbinden könntest, weil es schwimmt ja jetzt auch. Also. Vielleicht geht das ja, vielleicht muss man bloß mit dem Hammer reparieren oder so. Müssten wir mal ausprobieren beim nächsten. Ja. Ich kann es mir auch irgendwie nicht vorstellen. Glaube ich auch nicht. Aber wäre schon cool. Also da sollten die Entwickler echt drüber nachdenken, weil was spricht dagegen, so einen Floß mitzunehmen? Angel kommt daher, so, der Hammer daher. Geht jetzt auch wieder voran. Oh, einmal Fisch. Auch Kleber, da brauche ich jetzt noch einen. Gut. Das da rein, das da rein, das da rein, das da rein, das. So, dann brauche ich noch die Kiste, wo war drin die Rüben. Einmal Rüben. Ich richte mal das Segel wieder aus. In Fahrtrichtung. Jo. So. Hui. Was können wir noch craften? Der Wind hat sich wieder gedreht. Ja. Deswegen. Das haben wir wieder alles. Okay. Lässt die Nacht durchschlafen. Und kann verwendet werden, um... Was?
bewegungsunfähige Freunde wiederzubeleben. Das Wiederbeleben in einer Hängematte liefert noch mehr Gesundheit als ein einfaches Bett. Ah, okay. Möwe, 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 Möwe. Ich hab kein Speer. Und ein Hai. Verdammt. Ich hab keinen Speer. Warum nicht? Ach, weil ich auf den großen Speer ja noch spare. Mhm. Genau, das wollte ich herstellen. Ich baue uns jetzt erstmal große Speere. Die Möwe hab übrigens ich. Ah, ich wollte gerade sagen, habe ich die Möwe jetzt aufgehoben oder? Die habe ich gerade weggenommen, nicht, dass sie despawnt oder so. Ja. Das Fleisch packe ich hier zum Fisch mit rein, ne? Mhm. Das Beet steht übrigens gefährlich am Eck. Ja, ist nicht so schlimm. Das kostet nicht allzu viel. Und wie gesagt, der kann auch mittig angreifen, so ist es nicht. So. Ich nutze weiter die Angel. Hui! Kleber, das brauche ich alles noch. Kartoschkas brauche ich eigentlich auch. Und die Kartoffeln sind schon wieder reif. Ich wollte eigentlich damit die Viecher anlocken und jetzt ernte ich die ganze Zeit Kartoffeln. Die Möwe ist aber auch gerade auf die fertig ausgewachsenen Kartoffeln los. Okay, dann lasse ich das jetzt mal und baue mal die nicht mehr ab. Ernte die nicht mal. Nicht mehr. Also müssen wir da nochmal schauen, aber ich bilde mal an, dass die gerade eben auch auf das Feld trotzdem losgegangen ist, auch wenn sie ausgewachsen waren. Okay. Ich glaube, vielleicht gehen sie nur auf ausgewachsene Felder, das kann sein. Auch möglich. Weil sie ja eigentlich eher auf die Samen losgehen sollten. Eigentlich schon. Aber wobei Möwen, fressen Möwen nicht eigentlich Fisch? Eigentlich schon, ja. Schon. Ne? Aber ich glaube, die fressen alles. Alles Fresser? So, dann nehme ich den Kiefer mit. Bei uns kommt ein Fässchen. Ein Fätzchen? Ja. Wir brauchen dringend Holz. Ganz, ganz dringend. Oh, und eine Insel. Insel. Yeah, da gibt's Holz. Das ist keine Insel. Das ist nur ein Felsbrocken. Aber da kann man halt unter Wasser das Zeug farmen. Wobei, wir bräuchten jetzt erstmal eigentlich Holz, ne? Das wäre jetzt erstmal. Eine Planke habe ich mitgenommen. Oh, und die Aufnahme ist schon wieder viel zu lang. Wir sind schon wieder bei 40 Minuten. Ja, gut. In diesem Sinne. Danke fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und bis dahin. Tschüss.